Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und heute spielen wir wieder World of Tanks, beziehungsweise wir schauen natürlich wieder nur beim Spielen zu und diesmal gibt es nicht mal ein Replay von mir, sondern eins vom Genossen Robotronski. Ja, lange nichts mehr gehört und doch wiedererkannt. Genosse Robotronski fährt, wie sich das für einen guten DDR-Bürger gehört, ein russisches Gerät. Er fährt den T-54 in Prokhorovka in einem 9er-Gefecht. Also es hat 4 9er. Ein ganzes Paket 8er und ein Rest 7er. Also er ist Top-Tier, insofern ist das ja schon mal eine gute Voraussetzung. Wenn man dann noch einen russischen Medium-Tank hat, dann sieht die Welt doch schon ganz gut aus. Ja, Prokhorovka und Roba fährt vor allem alleine. Ohne Zug, ohne Nobs-Begleitung, einfach so still vor sich hin, ohne uns was zu sagen, fährt er hier ganz heimlich, still und leise, alleine Panzer. Roba fährt Richtung Berg, da ist noch ein Standort B, der mitkommt. Keine schlechte Kombination. Der Scout fährt hoch, das ist auch nicht schlecht. Und das Team teilt sich erstmal ja so auf, wie man das in Prokhorovka meistens kennt. Gibt ein paar Typen, die komische Sachen machen. Oh, und da kommt einiges, da kommt einiges. Aber der Vorteil ist, ja, Skorpion G ist gefährlich, IS-3 könnte gefährlich sein. T-25 halbe gegen den T-54 meistens nicht. IKV ist überhaupt kein Thema, denke ich. Den kann man gut rausnehmen. Und zusammen mit dem Standard B sieht das nach machbaren Aufgaben aus. Und da unten stehen auch noch ein paar Panzer. Da ist ein Tiger P. Also der Scout macht schon mal einen guten Job. Da kann man nichts sagen. Und ein T-30. So, jetzt... Oh, die Kanone zielt aber langsam. Aber dann kann man halt dem T-30 auch mal an die Seite schießen. Das ist okay. Ja, und der Robert hat schon 735 Schaden durch Aufklärung bekommen. Er hat den IKV aufgemacht und der hat direkt erstmal den Hintern aufgerissen bekommen. Guck's dir an. So, also das Robert hat schon mal Spotting Points ohne Ende. Das ist doch schon mal schön. So, ja, dann hinten auf der Straße wird fleißig gekämmt. Da ist der Pantera. Der kriegt direkt eine. 354 ist anständig. Und jetzt ist der Robert zum ersten Mal offen. Jetzt ist natürlich, jetzt muss man aufpassen, dass man jetzt nicht unten aus der Mitte richtig Feuer kriegt. Da ist ein Objekt 257. Ja, aber das ist ganz schön tief. Das ist schon ganz schön tief. Der T-54 ist mit seiner Kanonendepression gar nicht so gut geeignet, um jetzt hier irgendwas Sinnvolles anzustellen. Ja, Pantera. Den Schuss hätte ich wahrscheinlich genommen. Klar war der Marker rot, aber Damage ist Damage. Hätte man wahrscheinlich trotzdem irgendwie reingekriegt. Tiger P. Ja, guckt hier hoch. Der Tiger P schaut zu Roba. Oh. Schade, 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 Schokolade. Ja, komm. Und da kommt das ganze Rudel. Badewannenstöpsel. Und da kriegt der Skorpion direkt erstmal eine. Und Roba ist nicht aufgegangen. Das ist, Da geht es aber schon ans Eingemachte, muss man festhalten. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dabei zubleibt bei der Aktion. Okay, 257. Oh, yes. Ja, das war nicht so. Oh, und von vorn, das wird von vorn, wird's. Von vorn wird's Harry, ja, trifft ihn noch nicht mehr. Er hat ein paar Mal versemmelt. Und jetzt ist er offen. Und guck mal, das meine ich, T-25 halbe, da kann ich ja mal probieren, aber das ist halt ein T-54, da ist jetzt nicht so viel. Und das Problem ist, das Team läuft nicht so. Steht 2-4. Also es muss jetzt definitiv irgendwas passieren. Da ist der IS-3. Was unser was der Standard B hier macht, ist mir auch ein Rätsel, wenn ich ehrlich bin. Er hängt da so rum und guckt ein bisschen blöd, aber es passiert nichts. Oh, der IS-3 pusht, der IS-3 pusht. Jetzt Roba. Oh, und jetzt haben sie ihm den hingestellt. Jetzt kann er natürlich da voll reinhämmern und ja, jetzt kriegt der IS-3 richtig den Hintern auf und Roba kriegt sogar noch ein bisschen Spotting Assist und schießt ihm einfach vorne durch. So. Ein gefährliches Gerät geklärt. T-25 halbe, nicht so. Guck mal, der kann sich hier abarbeiten. Roba hat schon 1110 Schaden abgewehrt mit Panzerung. Ah, der Pantera. Der Pantera ist ein Thema. Der Pantera ist ein Thema, aber der Pantera ist dumm. Also jetzt hat der Pantera einfach auch nicht zugeguckt, hat nicht aufgepasst. Jetzt hätte er den Roba in einem schwachen Moment definitiv erwischen können. Also es wäre jetzt definitiv drin gewesen. T-95 E2. Was auch immer das für ein Gerät ist. Oh, und jetzt hat ihn der T-30 von unten geschossen. Aber der hat die kleine Kanone drauf. Der hat die kleine Kanone drauf. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Oh, Roba geht fürs Ram. Ja, russisch exakt. Russisch exakt dem Gegner eine gegeben. Und ihr seht, nebenbei kriegt der Roba die ganze Zeit Spotting. Er kriegt die ganze Zeit Spotting-Schaden, weil er halt immer noch die Gegner mit aufmacht. Na, jetzt schauen wir mal. Tiger P, die sind alle auf der anderen Seite des Bahndamms. Da wird nichts.
Da wird nichts. Jetzt steht 7-4. Auf jeden Fall. Der Berg ist gewonnen und das Wichtigste ist rein. Aber Roba, guck dir die Werte an. 1833 Schaden gemacht, 1100 abgewehrt, 2200 Spotting. Das ist doch schon mal eine Ansage. Und noch zwei Kills obendrauf, wegen richtig. Okay, also das muss ja manchmal dann auch sein. Ja, das Team will sich schon wieder gegenseitig reportieren, aus welchem Grund auch immer. Und da, schau hin, da sind sie alle. Und Roba macht jetzt wieder mal den Scout. Haben wir ja schon mal gesehen, man kann auch im VK-100-01P hier gut scouten. Dann kann man das im T-54 erst recht. Alles, was jetzt hier an Schaden reinkommt, kriegt der Roba auf seine Zipfelmütze geschrieben. Und da geht er hier auf die 3000. Challenger. Ein Gold-Challenger, der ihm die Kette wegschießt. Mhm. Auch spannend. Und was hat denn der Comet jetzt hier vor? Wenn der Comet jetzt hier rüberkommt, stirbt er. Also das wäre tatsächlich nicht so besonders intelligent. Aber der Comet macht es nicht. Und jetzt hängt der Roba hier so ein bisschen fest. Wenn er rausfährt, kommt der Challenger und gibt ihm eine. Das ist die Frage, will er das riskieren? Oh, Standard B fährt auf jeden Fall. Der Standard B will es wissen. Der Standard B fährt raus. Und da ist das Objekt. Das Objekt könnte man schießen. Ja, Roba, guter Mann. Oh, Bounce. Ja, ihr seht, Roba hat gleich keine Munition mehr. Er muss gleich auf Gold wechseln. Ja, der T-54 mit seinen Kanonen ist ein bisschen schwierig. Das ist schon ein ganz schöner Goldfresser. Jetzt hat er das Objekt böse erwischt. Ja, russische Seitenpanzerung. Jetzt hat er ihn erwischt. Sehr gut. Na, komm. Noch ein Bounce. Ja, Roba will es nicht riskieren, so lange draußen zu bleiben. Aber den Comet, komm. Den Comet kriegst du. Oh. Habt ihr das gesehen? Das war ja mal voll der bekloppte Bounce. Das war ja mal voll der bekloppte Bounce. Da ist er jetzt echt gebounced auf diesen Comet. Naja. So, jetzt ist Roba Tronski im Land des Golds angekommen. Tiger P. Jo, den nimmt er. 3 Kills. Läuft. Ja, auf den T-54, ich gebe es ehrlich zu, auf den freue ich mich auch schon. Das wird tatsächlich eine schöne Geschichte. 201 Durchschlag. 330. Naja. 330 ist natürlich auch übel. Es gibt halt noch eine Kanone, die hat ein bisschen bessere Durchschlagswerte. Die ist aber vom Rest her nicht so gut. Das ist so ein bisschen bescheuert. Jetzt muss er hier Heat auf den Leopard Prototyp A schießen. Das ist natürlich auch nicht das, was man unbedingt möchte. Und die Mumpeln scheinen nicht so richtig schnell zu fliegen. Also was ich jetzt so erzähle über den T-54, basiert halt auch so ein bisschen auf Beobachtung. Weil ich halt einfach selber noch keinen habe. Ich bin ja mit den Russen erst sehr spät gestartet. Ich hänge jetzt immer noch beim T-34-85. Also da ist noch eine ganze Weile Luft, bis ich irgendwann mal einen T-54 meinen eigenen nennen kann. Und jetzt ist nur noch die ISU und ein Challenger. Der Challenger hat geschossen. Der scheint irgendwo dahin. Ah, jetzt hat er wieder geschossen. Guck mal, da ist er. Und der Roba spottet. Jawohl! Ist das geil. Leider mal ein bisschen Spotting-Schaden obendrauf. Und jetzt hat der Roba über 3000 Spotting. Jawohl. Also die Werte da unten. Wir sind jetzt bei, ja, 6000 kombiniert mit allen Schadensarten. Ja, für die ISO reicht es nicht mehr. Aber das war doch mal eine richtig, richtig coole Runde. Roba hat gesagt, ich soll das als Tralala machen. Und ich habe mir gedacht, nö, der Roba verdient ein eigenes Video. Und deswegen schauen wir uns hier auch mal die Auswertung an. Jo, und die Auswertung finde ich gut. Das ist ein Überlegenheitsabzeichen erster Klasse. Das reicht nicht fürs Panzer aus. Ja gut, es sind T-54. Er hat auch viel auf Lotiers geschossen. 112.000 Credits, 3.328 EP für den ersten Tagessieg, 3 Anleihen und ein Wachposten. Ja, ein Wachposten im T-54. Das waren 3.500 Spotting, 1.530 abgewehrt durch Panzerung. 2411 Schaden selber gemacht. 3 Kills. Also ich sag mal spontan, ja, der Roba steht ganz oben. Hätte mich auch gewundert, wenn das nicht so gewesen wäre. Ja, 1109 Base XP. Das reicht nur für die erste Klasse. Das finde ich übrigens, sagt auch was aus über den T-54. Ja, der Rest vom Team hat sich, oh, guck mal, der hier hat auch übel gewütet hier.
Der Standard B, der mit war 5512 Schaden. Ja, die meisten von den Spotting-Geschichten, die er Robert aufgemacht hat, der hat dann erschossen. Also war keine schlechte Kombi. Ja, und beim Gegner gibt es halt einfach so ein ganzes Rudel Totalausfälle. Der Skorpion, der da hochgefahren ist, hat nichts gemacht. Der IS-3, der hochgefahren ist, hat nichts gemacht. Der IKV, der hochgefahren ist, hat nichts gemacht. Das sind alles unter der T25, der hochgefahren ist, hat 40 Schaden gemacht und einen Kill. Aber die Typen hier sind auf den Berg gefahren, also außer dem AMX. Und haben dabei richtig den Hintern versohlt bekommen. Also das sagt auch viel aus. Also das war ein gut gespieltes Gefecht. So, Ende. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Detailauswertung 20 Schuss, 12 Treffer, 8 Durchschläge. Das ist tatsächlich eine bisschen traurige Bilanz. Okay, 50.000 gab es, weil der Roba Premium hat. Daher kommt es. Alles klar. Hat mich schon gewundert, weil es ganz schön viel ist für ein Nicht-Premium-Fahrzeug. Und so hat der Roba 59.981 Credits Gewinn gemacht. Aber alles in allem, das kann man machen. Roba, meine alte Sonne, vielen Dank, dass du mir mal wieder was geschickt hast. Für alle anderen, man kann mir was schicken. Ja, man kann sagen, du Ära, hier, guck mal, willst du mal, guck sie an, mach was draus. Ich mache gerne ein Video draus, schaue ich mir gerne an, was ich nie machen will. Ich will nicht werden wie Quickie Baby und die ganzen anderen Konsorten, mir einfach bei What Replays irgendwas runterladen von Leuten, die ich nicht kenne und darüber irgendwas. Nee, das, man kann sich es auch so einfach machen. Beziehungsweise die kriegen ja mittlerweile auch ganz viel geschickt, aber das möchte ich nicht. Also ich zeige gerne eure Replays. Es muss auch nichts Spektakuläres sein. Ich weiß, ganz viele haben dann immer Angst. Oh, ich bin auch bloß ein Durchschnittsspieler. Ich zeige euch auch manchmal ganz schön durchschnittliche Schoße hier. Und ich bin trotzdem froh, dass immer noch drei, vier Leute zugucken. In diesem Sinne, Robert, tausend Dank. Vielen Dank euch fürs Zugucken, der hier gerade hier sitzt. Und mir selber danke, dass ich das jetzt abgeschlossen habe. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und ja, bis zum nächsten Mal in diesem Kino. Ciao, ciao, der Ära.